Red Bull Salzburg gegen den HCB Südtirol, das Vorjahresfinale, also auch zum Saisonauftakt, wie es eben Tradition ist in der EBEL. Und das geht gleich richtig gut los für die Weißen, für die Salzburger. 1:0 nach 5 Minuten, Powerplay-Tor, Matthias Tratnik, der 35-Jährige, macht. Letztes Jahr hat er in der Hauptrunde ein einziges Tor erzielt und jetzt trifft er schon nach 5 Minuten. Und das war richtig schön gespielt von Thomas Raffel und Brad Sterling, und Tratnik dann kein Problem da vor Hübel. Dann eine ganz blöde Situation da an der Bande. Der Zweikampf Thomas Raffel gegen Roland Hofer und der verletzt sich da ganz schwer, der Südtiroler. An der Schulter, ausgekugelte Schulter, für ihn war die Partie vorbei. Am Montag gibt's Näheres. Die erste Chance dann ein bisschen später mal für die Bozener, die sich doch arg versteckten. Die Salzburger klar die bessere Mannschaft. Anton Bernhard prüft einmal Luca Grazner, der den Vorzug im Salzburger Tor bekommen hat, aber keine Probleme für den Slowenen. Die Salzburger, die klar bessere Mannschaft. Wir sind schon am Ende des ersten Drittels, 18. Minute, wieder Powerplay. Da spielen sie wieder richtig stark. Klasse Spielzug. Brian Fay mit dem 2:0. Ja, im zweiten Jahr bei den Bullen und das richtig gut rübergelegt von Latusa. Und dann kein Problem, ähnlich wie beim ersten Tor. Klasse gespielt und das war's schon nach den ersten beiden Dritteln. Denn im zweiten Drittel nicht viel passiert. Mario Simeoni, neuer Trainer, muss ein bisschen Gas geben mit seiner Mannschaft. Dan Ratuschny, der kann natürlich zufrieden sein, der neue Trainer der Salzburger. Schlussabschnitt und auch hier das gleiche Bild. Tratnik mit einer Chance mal. Die Bullen kontrollieren das Spiel bis zur 52. Minute, denn da steht es auf einmal 2:1. Tom Sanowski mit dem Anschluss aus dem Nichts. Der wurde gestern noch neu verpflichtet wegen der Verletzung von De Simone. Und jetzt trifft er hier zum Anschluss, der Tryout-Spieler. Bis zum 11. Oktober hat er nur einen Vertrag. So macht man natürlich Werbung in eigener Sache. Lässt er dem Salzburger Schlussmann Grazner keine Chance. Und auf einmal ist dieses Spiel wieder offen. Oder auch nicht, 57. Minute. Die Bullen eiskalt. 3:1. Brad Sterling, der Amerikaner, macht ein bisschen den Deckel drauf auf die Partie. Auch eher neu gekommen. Hughes scheitert erst und dann ist er da, der Brad Sterling, und trifft da ohne Probleme. Und dann ist es geschehen im Spiel, 59. Minute. Jetzt ist endgültig der Deckel drauf. Konstantin Komarek, der Wiener, der 21-Jährige, trifft zum 4:1. Schöner Schlenzer da. Hübel schaut natürlich nicht gut aus, den muss er fangen. Aber sei es drum. Die Bullen gewinnen verdient mit 4:1. Ganz klare Sache, sehr souveräne Vorstellung. Die Bozener nicht ganz so stark wie zuletzt in der Champions Hockey League, aber trotzdem lässt sich auf der Leistung durchaus aufbauen. Die Bullen untermauern ihre Favoritenstellung und wollen weiter so nach oben marschieren. Ja, die ersten 20 Minuten war sehr stark und aber nicht so viel Tor, viel Torchancen, nicht so viel Tor. Wir waren ein bisschen frustriert in der zweiten Drittel auch. Credit zu Balzano und Credit zu den Torhüter, hat sehr gut gespielt. Und nach die 2:1, ein bisschen gefährlich, aber ein großes, wichtiges Tor in die Überzahl in die letzte Drittel. Well, we weren't ready. Wir waren einfach noch nicht ganz bereit für das heutige Spiel. Wir waren noch zu behäbig, so wie ganz zu Beginn des Trainingsstarts. Ich weiß nicht, woran das lag. Zuletzt hatten wir eigentlich Selbstvertrauen getankt. Salzburg hat hart gespielt, wir haben so gut wie jeden Puck verloren und so hatten wir einen ganz schlechten Start in die Partie. Unser Unterzahlspiel war einfach zu schwach, das zeigen die zwei Tore ganz zu Beginn des Spiels. So ging der Start natürlich schon in die Hose.